Ocarina. Mir gefällt am Klavier, dass es mehrstimmig ist. Beim Spielen hat man eigentlich ein Orchester unter den Fingern. Die Instrumente heissen Flügel. Sie sind etwa 500 Kilo schwer. Die brauchen wir vor allem für Konzerte. Zuhause kannst du aber gut mit einem Klavier spielen. Oder es langt auch ein gutes E-Piano, wenn es 88 Tasten hat und ein Pedal. Wenn du Klavier spielst, kannst du praktisch mit allen anderen Instrumenten zusammenspielen. Du kannst aber auch für dich alleine spielen, brauchst keine Begleitung und hast die ganze Musik für dich. Du kannst zum Beispiel ganz berühmte Musik spielen. Du kannst dich aber auch für neue, unbekannte Musik begeistern. Du kannst das Klavier als Hobby machen. Wir können dich aber auch auf ein Studium vorbereiten, wenn du Pianistin werden oder Pianist. Klavier lernen kann man bei uns schon ganz früh. Wenn du zwischen 5 und 7 Jahre alt bist, kommst du ins frühe Klavier. Dort lernst du richtig Klavier spielen, einfach deinem Alter angepasst. Du kannst aber wunderbar auch erst später anfangen, sogar wenn du schon erwachsen bist. Jetzt kommt noch der Florian. Hoi, ich bin auch Klavierlehrer. Zum Abschied spielen wir dir jetzt noch das dritte, ein Lied, das du sicherlich kennst.